So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Football Manager 2022. Es geht weiter. Wir sind schon in der Endphase der Bundesliga mittlerweile unterwegs und sind immer noch relativ sicher auf Platz 3. Hertha hat scheinbar nur einen Punkt geholt. Wir haben jetzt die Chance, auf 56 Punkte davon zu ziehen, wenn wir gegen Wolfsburg gewinnen. Sollten wir verlieren, dann rückt Wolfsburg auf 3 Punkte an uns ran. Würde Hertha dann als Nummer 4 aktuell ablösen. Aber was das wird, das schauen wir uns einfach jetzt mal an. So, gehen ins Taktik-Meeting rein. Und gucken mal aufstellungsmäßig, wie es da aussieht. Wagnermann, ja, geht eigentlich. Skiri hat seine Gelbsperre auch abgesessen. Das heißt, er kommt wieder in die Mannschaft. Ljubicic ersetzt dann, ja, wen schmeißt er aus dem Kader? Ich würde sagen, Leibold. Prinär ist wieder fit, sehe ich gerade. Das ist sehr schön. Dann kann der jetzt direkt mal für Ramos in den Kader rücken. Und dafür rutscht dann Stiller auf die Bank, würde ich sagen. Sie war nämlich nicht auf die Bank, sondern aus dem Spieltagskader raus. Und ich glaube, das wäre eine Mannschaft, mit der wir es angehen können. Wir spielen auf jeden Fall mit Abseitsfalle. Wir haben so ziemlich unsere Top-Besetzung auf dem Feld stehen. Mit Zabani, Amidic, Katterbach, auch Johannesson. Könnte man mal gucken, wie der im Vergleich zu Hector überhaupt abschneidet, aber ich tippe mal, dass er der bessere Spieler ist. Gucken wir mal kurz, wie das aussieht. Für einen zurückgezogenen Spielmacher auf Unterstützen. Ja, gut, Antizipation und Entscheidung hat Hector die Nase vorn, Teamwork auch. Aber ansonsten ist Johannes da schon sehr gut aufgestellt tatsächlich. Gut, bei den Führungsqualitäten nicht so, aber er muss ja auch kein Kapitän oder sowas werden. Ja, also schon relativ gleich auf die beiden. Johannes von einigen Punkten stärker, ein paar andere Punkten logischerweise schwächer. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass das das Beste ist, was wir hier zu bieten haben. Mal schauen, was Wolfsburg uns hier entgegen stellen wird dagegen. Wir gucken auf die Aufstellung. Jetzt sehen wir einen Sebastian Bourneau, seinen Ex-Spieler, der ja vor unserem Amtsantritt schon gewechselt hat. Wir sehen auch Elvis Rexvicay, der war uns ausgeliehen. Und wir sehen auch einen gewissen Yannick Gerhardt, auch das ein Ex-FC-Spieler natürlich. Schauen wir mal, was diese Spieler so gegen uns ausrichten können oder ob sie was ausrichten können. Schon mal ziemlich schmales 4-3-3 mit drei Stürmern. Das ist natürlich immer eine sehr spannende Geschichte, wenn die da mit drei Stürmern auflaufen. Wir kennen das ja von Greuther Fürth, wo wir ein, zweimal ziemliche Probleme hatten, aber warten wir es mal ab. FC mit dem Anstoß. Zabani legt den Ball raus auf Noah Katterbach. Der macht jetzt Meter, hat den Platz da vor sich. Spielt steil auf Pepe. Stark gemacht. Pepe im 16er, ja, versucht ihn quer zu legen, wird geklärt, gibt aber einen Einwurf für den FC. So, erst ein paar Minuten jetzt rum. Aber nächstes Highlight, Einwurf Wagnermann. Amu. Johannesson auf Skiri. Pepe. Langer Ball auf Almada, schön gespielt. Almada, Tor. Wunderschöner Torabschluss von Thiago Almada, der hier das Ding mit einer ziemlichen Wucht im Tor unterbringt. Schaut uns in der Wiederholung jetzt gleich nochmal an. Skiri mit dem öffnenden Pass an der Stelle. Ne, Pepe war es, sorry. Pepe auf Almada, der ist sehr frei und der hämmert das Ding unten links quer einmal durch den ganzen 16-Meter-Raum. Ja gut, der ganze war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall bringt er den Ball gekonnt im Tor unter. Nächstes Highlight, Amu auf Wagnermann. Der ist ja Flankenposition, Flanke kommt, Pepe 2 zu 0. Und auch das Tor dürfte zählen, es wird sogar schon angezeigt. Jawohl. Das heißt, die Bilanz nach 7 Minuten
Zwei gelbe Karten für Wolfsburg und zwei Tore für den FC. So kann es doch gerne weitergehen. Sehen Sie nochmal. Amu auf Wagnermann. Der mit der Flanke ist das sehr unbedrängt und Pepe kommt dann aus dem Rückraum, hält den Fuß rein und sorgt für die 2-0-Führung. Es gibt direkt mal ein Lob für die Mannschaft. Geht auch schon weiter mit dem nächsten Einwurf. Wagnermann auf Amu, wieder Wagnermann. Johannesson, wieder Wagnermann. Flanke kommt. Zabani, ja, diesmal geklärt. Vorerst, aber Amu ist wieder dran. Wagnermann versucht das nochmal mit einer Flanke. Wir warten mal ab. Flanke kommt, Roussillon dazwischen und dann Forsberg, der hier spielt, also von Leipzig weggewechselt. Johannesson wollte dazwischen gehen, wird dann leider da gelegt, aber scheinbar alles soweit fair gespielt. Und der lange Ball auf Majoral, der kommt nicht ein, Katterbach dazwischen. Horn mit dem langen Abstoß, ja, was ich davon halte, wisst ihr mittlerweile alle. Und Wolfsburg versucht das Spiel jetzt mal selber ein bisschen zu gestalten. Nächster Ball auf Majoral. Ja, der kommt sogar zum Abschluss. Aber Zavani geht das Tempo da gut mit. Kann ihn zwar nicht einholen oder überholen, aber er kann zumindest mithalten und da die den Spieler ein bisschen in Bedrängnis bringen. Wagnermann, oh, vertändelt seinen Ball gegen Arnold. Aber gibt. Oh, gibt's gelb? Komm, gib ihm gelb. Jawohl. Das war es mit Arnold. Nach nicht mal 12 Minuten holt der sich hier gelb-rot ab. Und damit Wolfsburg auch noch in Unterzahl. Das läuft auf jeden Fall richtig gut für uns bis hierhin. Wagnermann sucht schon wieder die Position zum Flanken. Hat da relativ viel Platz, aber leider ist im Zentrum noch keiner gewesen, der die entgegennehmen könnte. Jetzt dann die Hereingabe, aber Pepe ist jetzt nicht für sein herausragendes Kopfballspiel bekannt. Aber es geht weiter. Ecke FC, Almada bringt die rein. Ball kommt, Zabani, ah, leider drüber. Aber eine schöne Idee. Minuten jetzt gespielt. Einwurf FC, ah, Wagnermann hat es wieder erwischt. Warte mal ab, Brenner, ui. Ich weiß zwar nicht, warum bei Brenner da unten jetzt eine rote Karte angezeigt wird, aber Brenner bekommt hier die Hereingabe so schön auf dem Fuß, dass er nur noch, ja, eigentlich den Fuß hinhalten muss sogar. Wir schauen uns das nochmal, na gut, in 2D erkennt man eh wieder nichts, aber wir schauen uns das nochmal an. Almada. Ball kommt, die 20 löst es auf. Brenner kann den Fuß einfach reinhalten und erhöht auf 3-0. So, das müssen wir leider wechseln. Das hat Wagnermann erwischt. Wo haben wir den Agu? Da haben wir den Agu. Ah, Wagnermann, der hat echt eine Verletzung nach Hagen aktuell. Das ist echt schwierig mit ihm. Aber gut, es ist wie es ist. Castells bekommt den Ball, schlägt den lang raus. Johannesson dazwischen, verlängert ihn per Kopf auf Amedocic. Wagnermann geht über den Flügel. Spielt den steil auf Amu, schön gemacht. Amu, ah, Castells kommt noch dran. Oder war Castells dran? Ne, es war sogar nur Abstoß. Okay, schade. Ich hätte gedacht, dass der zumindest auf den Mann gekommen wäre. Aber gut. Agu jetzt im Spiel. Und Wolfsburg mit einem Abstoß. Ball kommt lang, sucht Majoral, aber der findet nur Amedocic. Und dann geht es direkt wieder nach vorne. Almada, Quatsch, Pepe ist da schon am Ball. Pepe auf Brenner. Oh, was ein Abschluss, ey. Den hätte er besser machen müssen. Minuten gleich gespielt. Bis hierhin läuft es absolut nach Plan. So, jetzt müsste es auch gleich schon Halbzeit geben. Jawohl, so ist es. Wir gehen in die Halbzeit. Und tja, wie können wir sie loben? Ihr macht das großartig. Ich glaube, das kommt am besten an. Wechseln braucht man, denke ich, nicht mehr. Und dann gehen wir in die zweite Hälfte rein.
Skiri hat sich mal wieder eine gelbe abgeholt. Da ist er ja prädestiniert für, war er erst gelb gesperrt. Aber gut. Amu mit einem guten Tackling da auf dem Flügel gibt Einwurf für Wolfsburg, aber zumindest erstmal den Angriff unterbunden fürs Erste. Jetzt sogar eine Ecke für Wolfsburg. Vosbeck bringt die rein. Ball kommt. Bonneau, Agu auf der Linie und Katterbach haut ihn dann raus. Und Brenner jetzt auf dem Weg nach vorne, wird aber gestoppt von Roussillon. Und der kann jetzt hier den nächsten Angriff einleiten für Wolfsburg. Forsberg, wieder Roussillon, wieder Forsberg, schön kombiniert, haben wir in der Mitte viel Platz. Roussillon bringt ihn rein. Und Timo Horn muss sich zum ersten Mal hier wirklich auszeichnen. Kann den gerade noch so am Tor vorbeilenken, gibt die nächste Ecke. Ball kommt rein, Zabani klärt. Primär läuft sich den Ball, allerdings Highlight dann vorbei. Gibt den nächsten Einwurf für Wolfsburg. Baku. Will da vorbei. Macht das auch ganz gut. Rexbitschei. Majoral. Forsberg. Oh, zum Glück an den Pfosten. Aber das ist doch plötzlich sehr luftig alles hinten. Das sah in der ersten Hälfte aber wesentlich besser aus. Forsberg auf Rex Bitschei. Nächster Abschluss. Ich wechsle mal auf tiefere Ketten und auf ohne Abseitsfalle. Wir führen ohnehin schon 3-0. Hoffentlich können wir damit die Angriffe von Wolfsburg ein bisschen einstellen. Highlight FC. Agu, Almada. Johannesson raus auf Amu. Stark gemacht. Was macht Amu, bringt den Ball rein auf Almada, auch stark gemacht. Almada, ja, versucht es dann selber. Nicht so ganz so gut der Abschluss, aber er war stets bemüht. 60 Minuten gleich rum. Und seit der taktischen Umstellung haben wir keine Chance mehr gesehen für Wolfsburg. Könnte sich aber jetzt ändern. Roussillon bringt den Ball rein. Kommt lange auf die andere Seite. Baku. Geblockt von Katterbach. Und dann muss Wolfsburg sich den Ball erst erlaufen. Wieder Baku verlängert ihn. Zabani aber dazwischen. Und dann ist es Johannesson, der den Ball einfach hinten rausschlägt. Bono kann ihn dann für Wolfsburg klären. Aber der FC erstmal wieder etwas sicherer hinten. Katterbach mit einer starken Grätsche kann aber nicht verhindern, dass Baku den Ball bekommt. Philipp. Ja, dann passt es leider doch noch. Tomaso Pobega hat dann im Zentrum sehr viel Platz. Wird auch, glaube ich, nochmal. Ah, jetzt kommt das ja die Wiederholung. Schauen Sie es nochmal an. Katterbach stark dazwischen, aber leider nicht endgültig genug. Philipp. Ja, dann ist es Ahmedicic. Nee, Quatsch. Dann ist es Skiri, der da Pobega verliert. Zabani ist halt sehr weit draußen. Ahmedicic deckt seinen Gegenspieler. Okay. Wir werden trotzdem wechseln. Zum einen wollte ich Ahmedicic rausnehmen, weil der halt doch nicht mehr ganz so fit ist. Und zum anderen wollte ich Skiri rausnehmen. Wegen der gelben Karte. Und dann gucken wir doch mal, wie es jetzt hier weitergeht. Katterbach macht da Tempo auf dem Flügel. Pepe. Skiri, Zabani, oben ist Agu frei. Da legt den Ball auf Amu und der verliert dann ein Kopfballduell. Das war zu erwarten. Jetzt der Ball aber dann doch schlussendlich bei Agu. Der spielt ab auf Amu, legt zurück auf Agu, Rexbitschei dazwischen, aber Johannesson bekommt den Ball. Johannesson auf Pepe, der ist schon im 16er. Pepe Almada und der schießt ihn dann so knapp am Pfosten vorbei. Ja, die Chancenverwertung, die ist heute ausbaufähig. Freistoß Wolfsburg und der hätte fast gepasst. Agu hat sich noch gelb abgeholt. Und es sind noch 20 Minuten zu gehen. Ich werde der Mannschaft mal ein Lob aussprechen. Hoffentlich motiviert sie das nochmal ein bisschen. Sah gut aus. Almada kann da direkt mal den Pass unterbinden.
Aber leider der Pass von Amu nach vorne nicht so gut, weswegen jetzt Wolfsburg doch angreifen kann. Baku. Die Flanke rein auf Majoral, aber Chabot dazwischen. Gerhard vor Amu am Ball. Und dann geht es wieder über Bono. Roussillon. Mit dem Ball rein. Baku. Und Timo Horn kann hier Schlimmeres verhindern. Ecke Wolfsburg. Philipp bringt die rein. Ball kommt. Ljubicic klärt per Kopf, aber Gerhard bekommt den Ball, bringt ihn auf Philipp und der kann die nächste Flanke jetzt theoretisch reinbringen. Aber statt im Abseits damit Freistoß FC und auch ein Highlight für den FC. Almada bekommt den Ball. Spielt ab auf Ljubicic, Pepe. Johannesson, wieder Ljubicic. Wieder Johannesson, der findet Amu, Pepe, Pepe, aber Castells ist da, kann den Ball halten, aber gar kein so schlechter Abschluss von Pepe. Und es folgt natürlich auch eine Ecke. Ball kommt rein, Sabani, oh, köpft den da relativ frei stehend, dann doch am Tor vorbei, leider. Naja. 5 Minuten noch plus Nachspielzeit. Gibt nochmal Abstoß für Wolfsburg. Ball kommt lang auf Majoral. Chabot dazwischen. Ljubicic. Katterbach. Johannesson. Ja, wir suchen den Weg nach vorne. Johannesson mit einem guten Ball auf Amu. Der zurück auf Agu. Wieder Johannesson. Johannesson. Boah. Das wäre das Tor des Monats geworden, wenn der drin wäre. 2, 3 Zentimeter tiefer und der hätte gepasst. Freistoß nochmal FC. Almada wird geklärt. Chabot. Ah, schade, war faul. Ich wollte schon sagen, Chabot mit einer guten Grätsche und er sieht sogar rot dafür. Boah. Chabot sieht für diese Grätsche rot. Das ist hart. Also jetzt 10 gegen 10 für die letzten paar Sekunden. Gibt es nochmal einen Angriff? Gibt es. Amu auf dem Flügel. Auf Johannesson. Johannesson. Und der passt. Johannesson macht sein erstes Tor in der 90 plus 4. Minute gegen Wolfsburg. Und lässt die rote Karte von vor 2 Minuten schon fast wieder vergessen. So, sehen Sie nochmal, der Ball auf Amu, gut gespielt. Und dann direkt auf Johannesson. Der macht's gut. Schließt links ab an Castells vorbei. Und damit steht es jetzt 4 zu 1 in diesem Spiel. Es dürfte auch jeden Moment Schluss sein. Wolfsburg darf aber nochmal einen Angriff aufbauen. Na ja gut, der lange Ball. Der ist einer für Agu und dann ist das Spiel auch vorbei. Der Schiedsrichter pfeift pünktlich zum Ende der Nachspielzeit ab, lässt das FC-Tor nicht noch irgendwie weiter nachspielen. Und ich bin gerade schon verwundert, wir sehen Chabot auch gar nicht in der Bewertung hier. Okay, ist ja spannend. Naja, soll mich nicht stören, es war ein gutes Spiel. Wir haben hier auf jeden Fall 3 Punkte mitgenommen gegen einen Rivalen, der doch relativ nah oben mit dran war. Sind jetzt hier 8 Punkte vor Hertha, 9 Punkte vor Leipzig und Wolfsburg. Und Stuttgart ist auch noch relativ weit unten dran. Dortmund weiterhin 11 Punkte vor uns unterwegs. Ja gut, sind die Bayern, die holen wir sowieso nicht mehr ein. Auch Dortmund einzuholen ist für uns tatsächlich relativ unrealistisch. Wagnermann fällt zum Glück nur einen Tag aus. Chabot wurde gesperrt. Wir werden mal Einspruch einlegen. Medicic ist erschöpft. Dem werden wir mal
eine Pause machen. Genau. Wobei, das war gar nicht mal so clever. Jabo ist ja gesperrt. Hoppla. Das hätte ich nicht tun sollen. Gegen Frankfurt als nächstes, okay. Nee, das war taktisch sehr unklug von mir. Miletic eine Pause zu gönnen, während Chabot gesperrt ist, das war ziemlich dämlich. Aber was mich interessieren würde. Ist Tkachuk für die dritte Liga gesperrt, aber heißt das. Achso, Geltungsbereich nationale Ligen. Das heißt, Tkachuk ist auch gesperrt. Ah, verdammt, den hätte ich jetzt eigentlich als Ersatz mal ausprobiert. Und Furat ist nicht registriert. Ja, das ist jetzt schade, denn das heißt zwangsweise, dass Meret wohl ran muss im nächsten Spiel. Hier können wir noch eine Einheit Erholung mit dabei packen. Wobei die dritte Liga am Mittwoch spielt. Das heißt, theoretisch, dritte Liga spielt Mittwoch, dann wäre Tkachuk-Sperre abgelaufen. Wir könnten ihn Samstag in der Bundesliga einsetzen. Vielleicht finden wir das noch raus, je nachdem, wie schnell die Simulation jetzt läuft. Ja, es ist wieder ein Mitarbeitertreffen. Gut, dann finden wir es nicht mehr heute raus, sondern schauen uns das im nächsten Video an, ob er spielberechtigt ist oder nicht. Und fürs heutige Video soll es das dann wieder gewesen sein. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich wie immer natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen auf diesem Video da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ich bin euer Palamon vom Team React.